Der letzte Aufgalopp dieser Spielzeit. Der VfL gastierte am Mittwochabend beim Wuppertaler SV im traditionsreichen Stadion am Zoo zum Freundschaftsspiel zugunsten des wirtschaftlich angeschlagenen Oberligisten. Für gleich 5 VfLer war das Spiel an der Wupper der letzte Auftritt im blau-weißen Trikot. Freier und Maltritz beenden ihre Karrieren. Sinkiewicz, Aquistapaze und Ejofsson verlassen die Kastropper Straße. Und für ihn hier war das Spiel der erste Auftritt im VfL-Dress. Fatlum Ramadani aus dem Kosovo, 19 Jahre jung, Offensivspieler und aktuell im Probetraining in Bochum. 650 Zuschauer vor Ort und die sahen eine eher mäßige Partie mit nicht allzu vielen Highlights in den Strafräumen. Ausnahme Sven Kreier an seinem 23. Geburtstag. 5 Minuten waren da gespielt. Besser machte es das Geburtstagskind nach einer Viertelstunde. Fabian Holthaus, der Ende Mai mitfährt zur U19-Europameisterschaftsqualifikation in Spanien, über seine linke Seite. Flanke auf Kreier. Und der beschenkt sich selbst zu seinem Wiegenfest, das 1:0 in der 15. Minute. Aber die Freude währte nur kurz, keine 5 Minuten später fiel der Ausgleich für den Oberligisten Jakem über rechts Flachpfosttor auf Janosch Schlöbe 1:1 im Stadion am Zoo. Sehr zur Freude der großen, kleinen und auch der ganzhaarigen WSV-Fans. Was machte der VfL? Ein Kopfball von Latza nach präziser Flanke von Ramadani. Vielmehr gibt es aus dem ersten Durchgang kaum zu berichten. Dafür aber der WSV mit einer Großchance kurz vor dem Seitenwechsel. Dennis Schmidt und Glück für Andi Lute und Co. Es ging mit dem 1:1 in die Halbzeit. Eine kurze Besprechung, viele Wechsel ab in den zweiten Durchgang. Der eingewechselte Mirkan Aydin per Kopf und später nochmal per Fuß. Das waren die besten Möglichkeiten. Bis zu diesem Geschoss von Onur Bulut in den Schlusssekunden der Partie. Es blieb beim 1:1 mit einem Remis im Freundschaftsspiel beim WSV. Beendet der VfL die Spielzeit 2013-2014. Am Samstag gibt es die letzte Trainingseinheit. Am 30. Juni steht dann der Trainingsauftakt für die kommende Zweitligasaison auf dem Programm.